Moin Leute, ich bin in El Salvador, genauer gesagt an der Pazifikküste namens El Balsamar. Ich gehe jetzt mal hier runter, um euch ein bisschen die Anlage zu zeigen, wo wir gerade sind. Hier wird gerade gebaut. Ich zeige euch mal den Strand. So, ich bin jetzt hier unten am Strand angekommen und guckt euch das mal an, dieser schöne Ausblick. Das Wasser unglaublich warm, obwohl es den ganzen Tag geregnet hat. Hier scheint gutes Wetter immer zu bleiben an der Küste. Und ich wollte euch da mal hinten die Höhle zeigen. Was ich auch interessant finde, sind die kleinen Krebse, die hier langlaufen. Wenn ich welche finde, zeige ich die. Hier ist die kleine Höhle. Könnte man jetzt reinklettern, aber mache ich jetzt mal nicht. Ja, guckt euch das mal an. Also hätte ich jetzt Schuhe dabei, würde ich da mal reingehen. Aber lasse ich mal lieber. Und das wollte ich euch zeigen. Guckt euch mal diesen Ungetüm an und da auch. Überall kleine Muscheln. Und hier habe ich auch was entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Überall kleine Krabben. Da. Ja, wenn man weiter ins Wasser reingeht, die Wellen, die schlagen schon sehr hoch, muss ich sagen. Also, es gibt hier in der Nähe auch, ich weiß gar nicht, wie es heißt jetzt, Surf Town oder so, habe ich jetzt gerade vergessen. Kann ich nachher nochmal hineinschreiben. Auf jeden Fall sind dort, da war letztes Jahr oder vor der Corona-Pandemie, war dort die Veranstaltung über, ja, Surfen, ne? Da sollen die Wellen verdammt hochschlagen. Beliebter Platz soll das sein fürs Surfen. Ah, guckt euch mal die Wellen an. Wow. Ja, das fand ich ganz schön aufregend. Da muss man schon aufpassen, da durchzulaufen. Guck mal, geht das hier? Ja, hier geht's. Und da geht's raus. Ja, jetzt möchte ich euch gerne mal ein paar Krabben zeigen hier. Also das war ziemlich interessant. Ja, was ich auch beeindruckend finde, ist der schwarze Sand. Guckt euch den mal an hier. So. Habe ich noch nie so gesehen. Falls es das öfters geben sollte, ja, könnt ihr mir gerne mal runterschreiben, wo es sowas noch geben soll. Ich sehe es zum ersten Mal.
Leute, das war es dann auch schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch gezeigt habe. Wie gesagt, wunderschöner Strand. Es gibt noch mehrere Strandabschnitte hier. Ich habe den Namen ja am Anfang genannt, Balsamar, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Da hinten geht es noch ein bisschen weiter, aber da ist es schon wirklich stürmisch. Auf jeden Fall wirklich wunderschöne Anlage. Das Essen ist auch sehr toll gewesen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin.